Er möchte der Welt bei der WM schöne Bilder liefern. Eine Fassade. Das autoritäre Wüstenemirat unternimmt größte Anstrengungen, damit möglichst niemand hinter die Fassade schauen kann. WM 22, ein Wintermärchen, aber eben mehr so eines, in dem Kinder sterben. Und bei Stadion arbeiten Hunderte von Häftlinge. Doch kann man nicht vermeiden, denn das Runde muss ins Eckige. Ich bin nicht Christoph Daum, aber ich glaub, ich muss vom Leder ziehen. Denn dass du vor dem Fernsehbildschirm sitzt, kannst du gern dementieren. Doch jeder hier, der meint, er würde Katar boykottieren, trinkt am Ende doch sein Dosenbier vor allen Deutschlandspielen. Zumindest solange wir Aussicht auf den Meistertitel haben. Wenn wir raus sind, bleibt genügend Zeit zur Meinung hinterfragen. Denn im Nachgang alles diffamieren ist vielleicht der Handhabbar, so wie die Ex im Nachhinein schon immer eine Schlappe war. Bis dahin verläuft wortwörtlich alles im Sand, doch ich erinnere mal an das vorherige Gastgeberland. Und sag mal so, dass die WM dieses Jahr in Katar ist, führt hierzulande sicher zu keiner Katharsis. Hol die Feuerzeuge und Fahnen, wir jubeln auf dem Fundament von etlichen Toten. Es wird für 90 Minuten Doppelmoralis, wo Schüsse fallen, fallen heute Elfmeter-Tore. Steilvorlage für meine Einmarschmusik auf frohe Feiertage und ein gutes Meisterschaftsspiel. Komm, wir leugnen alle Skandale. Was will ich mit Menschenrechten? Ich will Menschenverbote. Ja, dann lass uns das mal eingehend beleuchten. Wenn nicht im Fußball, waren wir doch seit jeher meisterlich im Heucheln. Das Erfolgsrezept in dieser widerlichen Welt lautet: such die Schuld bei anderen, doch niemals bei dir selbst. Nimm teil am Klimastreik und stream es live im Netz. Aber CO2 wird eben auch in Kilobytes gemessen. Ja, du musst dich gegen viel zu hohe Spritkosten wehren. Wo wären wir denn, wenn wir jetzt anfangen mit Bioernährung? Erklär's mir. Und täglich grüßt die Katastrophenpresse. Doch ich sag mal so, ich hatte da schon schlaflosere Nächte. Bin komplett abgestürzt, sein Gewohnheitsreflex. Sogar Greta hält an Atomkraft als Notnagel fest. Pünktlich zum Anpfiff geb ich Denkanstöße per Presslufthammer und mach eure Nerven spröde wie Schwermetallgas. Absoluter Clusterfuck, dann spürst du schon das Ektoplasma. Wenn ich auf die Erde eintrete, bin ich dann ein Weltfußballer. Hol die Feuerzeuge und Fahnen, wir jubeln auf dem Fundament von etlichen Toten. Es wird für 90 Minuten Doppelmoralis, wo Schüsse fallen, fallen heute Elfmeter-Tore. Steilvorlage für meine Einmarschmusik auf frohe Feiertage und ein gutes Meisterschaftsspiel. Komm, wir leugnen alle Skandale. Was will ich mit Menschenrechten? Ich will Menschenverbote. Hol die Feuerzeuge und Fahnen, wir jubeln auf dem Fundament von etlichen Toten. Es wird für 90 Minuten Doppelmoralis, wo Schüsse fallen, fallen heute Elfmeter-Tore. Steilvorlage für meine Einmarschmusik auf frohe Feiertage und ein gutes Meisterschaftsspiel. Komm, wir leugnen alle Skandale. Was will ich mit Menschenrechten? Ich will Menschenverbote. Sollte es zutreffen, dass die FIFA den Staat Katar bei dieser PR unterstützt, dabei hilft, die Menschenrechtssituation schön zu färben, dann wäre das ein handfester Skandal.